In Myanmar geht das Militär immer härter gegen die Demonstrierenden vor. Täglich werden Menschen erschossen und festgenommen. Menschenrechtsorganisationen gehen mittlerweile von mindestens 80 Toten und über 2000 Festnahmen aus. Trotz der anhaltenden Gewalt geht der Widerstand der Bevölkerung nicht zurück. Ich will nicht unter der Militärjunta leben. Deshalb gehe ich auf die Straße, auch wenn ich Angst habe. Ich versuche, die Gefahr zu meiden, wo ich kann. Wir werden zusammen gegen diese Militärjunta kämpfen. Wir müssen für unsere Zukunft kämpfen. Ich akzeptiere den Militärputsch nicht. Manchmal rennen wir weg und verstecken uns vor den brutalen Kämpfen. Ich wurde einmal festgenommen, aber Menschen haben mir geholfen, den Sicherheitskräften zu entkommen und ich bin freigekommen. Aktuell konzentrieren sich die Proteste auf die frühere Hauptstadt und größte Stadt des Landes, Chiangon. Für die zwei Stadtteile Han Sanya und Shui Tita wurde am Sonntag das Kriegsrecht ausgesprochen. Sie werden jetzt komplett vom Militär verwaltet. Die Armee kann damit Menschen vor ein Kriegsgericht stellen. Allein am Sonntag sind in Chiang Saya mindestens 15 Menschen getötet worden. Die Demonstrierenden halten große Mahnwachen für die Getöteten ab. Sie werden als gefallene Helden der Revolution gefeiert und betrauert. Mein Neffe konnte nicht bleiben, weil Menschen verhaftet worden sind. Er ist raus auf die Straße gegangen und erschossen worden. Es wurde viel geschossen gestern Nacht. Als sie angefangen haben, wurde auch er getroffen. Die Proteste gegen das Militär halten mittlerweile seit 6 Wochen an. Der Grund: Am 1. Februar 2021 putschen die myanmarischen Streitkräfte gegen die demokratisch gewählte Regierung unter Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Suu Kyi und andere hochrangige Mitglieder der früheren Regierungspartei NLD wurden festgenommen und stehen unter Hausarrest. Andere sind untergetaucht und verstecken sich, um einer Verhaftung zu entgehen. So auch NLD-Chef Ma Win Kai Sing. Am Wochenende wandte er sich zum ersten Mal aus seinem Versteck an die Bevölkerung. Wir werden mit unserer vereinten Kraft unsere Zukunft formen und nicht aufgeben und uns dieser ungerechten Diktatur nicht hingeben. Ich will festhalten, dass die demokratische Vereinigung, die wir uns wünschen, in naher Zukunft auf uns wartet, wenn wir weiter voranschreiten, vereint und unbesiegbar. Wir müssen den Streik gewinnen. Ma Win Kai Sing und andere Oppositionelle haben mittlerweile eine Gegenregierung gebildet. Ohne reale politische Macht können sie die Demonstrierenden aber nur symbolisch unterstützen. Das Militär geht währenddessen weiterhin mit Gewalt gegen die eigene Bevölkerung vor.